Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video wird es darum gehen, dass wir ein Exposé mal analysieren und wenn Sie mit diesem Exposé zu mir kommen würden, wie sowas ablaufen würde. Also wie läuft so ein Erstgespräch darüber, was muss man hier überhaupt alles machen und tun? Und wenn Sie Interesse an diesem Objekt haben und sich deswegen gerade dieses Video ansehen, erfahren Sie hier von mir unabhängig, unbezahlt, einfach nur frei verfügbar quasi, was meine persönliche Meinung ist zu diesem Objekt. Ich war nicht live vor Ort gewesen, das heißt, ich kann noch nicht zu sehr vielen Details sehr viel sagen. Aber auch bei einer Erstberatung bin ich beim Objekt in der Regel nicht vor Ort. Das heißt, es wäre so, wie Sie würden es dieses Objekt kaufen wollen und würden damit jetzt zu mir bzw. zu uns kommen. Und die Fragen, die typischerweise ein Kunde jetzt stellt, die habe ich in dieses Video einfließen lassen, sodass Sie jetzt wissen können, wie Sie damit umzugehen haben. Mein Name kurz ist Luca Arendt. Ich bin Geschäftsführer und Gründer der ARC Energie GmbH. Wir sind ein Bauphysikbüro, das heißt, wir kümmern uns um Schallschutz, Wärmeschutz, Brandschutzplanung, DGNB, Planung, Nachhaltigkeitsberatung, klassische Energieberater, aber mit diesen ganzen Umleistungen noch zusätzlich. Wenn das für Sie interessant ist und Sie ein ähnliches Objekt wie dieses haben oder ein größeres oder kleineres, dann melden Sie sich sehr gerne bei uns. Unter dem Video auf Mehr drücken, da sind zwei Links. Eins, Anfrage ARC Energie, Daten uns hochladen und dann melden wir uns bei Ihnen. Und der zweite Link ist dafür da, wenn du denkst, hier würde ich gerne arbeiten, mich als Chef haben und deutschlandweit auch 100% Homeoffice möglich. So, jetzt aber weiter zu diesem Video. Also, ich mache mich mal an der Stelle ein bisschen kleiner, weil so groß müssen Sie mich jetzt hier nicht sehen. Das ist das Objekt, bedeutet, ich klicke mal die Fotos durch, bevor ich Ihnen jetzt gleich durch das Exposé führe. Wichtig, bei den ganzen Unterlagen habe ich alle Daten geschwärzt, das heißt, ohne zu sagen, wo das Objekt steht, wie der Makler oder die Bauherren heißen. Genau, dass es hier möglichst unabhängig ist. Wie gesagt, ich werde dafür nicht bezahlt. Das ist ein reiner Zusammenschluss, ein Benefit aus Makler, Bauherren uns. Wir haben ein YouTube-Video und können mal zeigen, wie sowas abläuft. Und wir haben quasi dieses Video, um das Objekt auch besser zeigen zu können. Wenn es auch für Sie interessant ist, gerne auch dafür bei uns melden. So, das sind jetzt Bilder, die mir zugeschickt worden sind. Also im Normalfall bekomme ich jetzt diese Unterlagen und schaue mir die jetzt erstmal im Detail an. Also, was habe ich hier überhaupt? Okay, ich habe einen offenen Treppenraum, offene Treppe. Wie sieht da unten im Bereich zum Keller aus? Das hier sieht nach einer Brandschutztür aus. Fragezeichen, ist er hinter einer Garage vielleicht? Und hier, wie kann ich das schließen nachher, dass ich quasi keine so einen Kälteabfall habe nach unten? Das sind die ersten Sachen, die mir durch den Kopf durchgehen. Schalterprogramm, auch etwas älteren Baujahrs, aber scheint erstmal so keine, nicht so unfassbar alles sein. Offener Kamin sehen wir hier schon. Ist die Frage, ob der behalten werden soll oder ob er geschlossen wird oder ob gar kein Kamin genutzt werden möchte. Das ist abhängig. Generell sage ich immer, wenn Sie einen Kamin haben und ihn nutzen wollen, so, und er soll nicht nur dafür da sein, dass er schön aussieht und Sie einmal im Jahr oder an Weihnachten mal den Kamin anwerfen, dann fängt er vielleicht an, sich zu lohnen. Pauschal ist aber, wenn es aber gedämmt ist, würde es eine Heizlast haben. Nochmal von außen das Haus zeigen. Wo ist das Bild? Sagen wir vielleicht von irgendwas zwischen 4 und 6 kW Heizlast. Das bedeutet, so ein Kamin macht 20 kW Heizlast. Das heißt, wenn der eine Stunde an ist, reicht es aus, um den halben Tag nicht mehr heizen zu müssen für das ganze Gebäude. Bedeutet, wenn wir hier diesen Kamin anhaben, dann wird es schnell sehr, sehr warm da drin. Das ist die Frage, ob man das will. Und deswegen empfehle ich oft, braucht ihr den Kamin wirklich? Wenn ja, wäre wenn sinnig einer mit Wassertasche, weil dann gibt er weniger Wärme ab in den Innenraum, sondern mehr in die Heizung. Dann ist aber wieder das Thema, damit sich das lohnt, müssen Sie das Ding im Namen geben und füttern wie ein Kleinkind. Also rein, rein, rein. Ansonsten wird sich auch da die Kosten nicht amortisieren. Und bei den meisten Objekten eh nur dann, wenn Sie selber irgendwie Wald haben und selber an das Holz rankommen. Offen, frei das Holz kaufen lohnt sich da in der Regel auch wieder nicht. Ist mehr ein Thema auch wegen dem Charme des Kamins. So, gehen wir mal weiter. So, jetzt sehen wir hier im Flur. Wir haben hier auch generell eigentlich so einen schönen Boden. Gehen wir hier unseren zurück. Steinboden, der war damals schon hochwertig. Ob der einem gefällt oder nicht, ist erstmal dahingestellt. Wichtig ist erstmal, dass der generell hochwertig ist und viele Kunden haben, die den gerne drinnen lassen wollen würden. Bedeutet, okay, wie sieht das jetzt aus mit der Dämmung von
unten von der Kellerdeckenseite, weil wenn ich den Boden lassen möchte, dann habe ich ja das Thema, wo bringe ich die Dämmung an? Zweites Thema, Fußbodenheizung würde hier bedeuten, Belag raus, Estrich raus, Dämmung drunter, neuer Estrich rein, in dem Fall vielleicht auch ein Dünnestrichsystem, dass ich hier diese Problematik mit dem Auftritt der Stufen nicht hinbekomme und hier das Problem nicht habe, bedeutet, wir sollten auf der gleichen Höhe nachher bleiben. Auch die ganzen Türen, Türzagen wären Thema, das heißt, meistens haben wir so 2 cm Dämmung drunter und dann 5 cm Estrich. Würde bedeuten, wir dürften 7 cm in Gänze verbrauchen, sage ich jetzt mal. Das heißt, so ein dünnes Estrichsystem in Fußbodenheizung liegt so bei 5 cm plus minus. Und dann nochmal Dämmung drunter bedeutet, wir könnten so 3, maximal 4 cm Hochleistungsdämmung, irgendeine PIR-Dämmung, Alukaschiert aufbringen und darauf dann das Dünnestrichsystem nehmen, um auf die gleiche Höhe zu kommen. Gegebenenfalls haben wir jetzt hier eine dicke Fliese, muss nicht sein. Das muss man sich dann vor Ort nochmal ansehen, also beim Öffnen. Aber so als Grundidee wäre das möglich, wenn man sagt, der Boden gefällt mir eh nicht, der muss raus. Wenn er sagt, nö, der ist schön, dann lass ihn drin. Wir könnten arbeiten über eine Deckenheizung, über eine Wandheizung, über Heizkörper würde genauso gehen. Also da ist erstmal jetzt nicht die Notwendigkeit, diesen Boden rauszunehmen. So, gehen wir wieder noch einen Raum weiter. Gleiches Spiel mit dem Boden, müssen wir nicht drin haben. Die Tür, Zagen und Türen, viele gefällt denen nicht mehr, weil die auch hier so ein bisschen schäbig sind. Ich hole ein bisschen rein. Das ist aber gar kein Thema. Also, das ist super schnell aufbereitet, die können man weiß streichen, dann sehen die wieder schön aus. Das heißt, mit wirklich geringen Kosten kann man so eine Türzarge und Tür modern herrichten, ohne sie austauschen zu müssen. Das ist viel, viel günstiger. Plus, man kann es aus sehr guten Eigenleistungen machen. Gerade solche offenen Türelemente mit diesen Glaselementen drin ist vielleicht nicht mehr so in Mode bei den meisten Leuten. Aber glauben Sie mir, wenn Sie es weiß machen und das hier schwarz abrunden, die Akzente, dann kann das schon sehr, sehr attraktiv sein. Also optisch gesehen. Plus, Sie haben eine Trennung von innen in den Außenbereich. Bedeutet im Endeffekt hier, man kann eine sehr schöne Trennung zwischen diesen beiden Räumen schaffen und das Ganze nachher auch moderner aussehen lassen. Also wenn man das in diesem Stil lassen möchte, geht das natürlich genauso. Ist aber jetzt erstmal nicht die Thematik, dass das ein Problem darstellt. Was wir uns eher anschauen müssten, wäre gemäß Baujahr auch Thema Elektro, muss die ausgetauscht werden oder nicht. Aber sehen wir gleich, wenn wir das Exposé durchgehen, dann sehen wir auch das Alter und können uns das da mal genauer ansehen. So, dann sehen wir das Haus von außen. Okay, das nutzt uns jetzt hier nicht. Hier haben wir die alten Waschbetonsteine, hier Einfahrt etc. Das ist jetzt eine optische Sache, hat jetzt für die Energetik relativ wenig zu tun. Wir haben jetzt hier so Treppen vorne mit so einem Geländer, so altersgerecht und hergerichtet. Die Tür ist alt. Sieht man zumindest. Wir haben hier alte Betondachsteine, sieht das aus. Die Garage ist hier so dran gebaut, integriert. Wenn wir eine Fassadendämmung machen, ist das eigentlich generell schon mal gut, weil wir nicht so viel Fläche haben. Der Keller guckt so ein Stück raus. Das heißt, wir können eigentlich prima hier die Fassade runterdämmen, ohne das Erdreich aufgraben zu müssen. Diese kleine Stufe müsste halt dann gehen. Ich würde die Tür dann auch eher fassadenbündig setzen, dass wir uns sparen, dass diese Laibungen hier zu dämmen. Und könnten dann vielleicht ein Vordach hier vorsetzen. Das wäre eher so jetzt mein Stil. Kostentechnisch, mir wäre es lieber, wäre aber genauso möglich, dass wir halt hier drumherum dämmen und dann von oben auch. Wäre genauso machbar möglich. Hier müsste man quasi schauen, dass man die Garage von innen dämmt auf der Seite. Hier ein Stück Flankendämmung rüberzieht, also eine Schleppdämmung. Und hier das beim Dach genauso. Muss man sich im Detail angucken, aber sollte eigentlich kein Problem darstellen. Das hier kann alles weg, weil es wird wahrscheinlich dann eh über Funk angeschlossen, über Kabel angeschlossen. Wenn wir eine Wärmepumpe installieren und der Kamin nicht gebraucht wird, könnte man auch diesen Kamin wegrasten lassen, hätte mehr Fläche für Photovoltaik. Was machbar wäre, auch mit dem Baum hier, den wir haben, sollte es eigentlich kein Thema sein. Ich empfehle immer quasi diese Dachflächenfenster hier, dass wir die uns im Detail ansehen, und zwar, wenn die Photovoltaikanlage liegt. Dass wir dann eher diese Dachflächenfenster anpassen auf die Größe und auf die Entfernung, da wo nachher kein Modul liegt, sodass wir das Ganze optisch wesentlich attraktiver gestalten können. So, ob jetzt hier eine Gaube machbar ist oder nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich auch nicht die Nachbarschaft so zeigen möchte, wegen Gründen. Aber müsste man schauen, wie der Nachbarbebauung aussieht, wie der Bebauungsplan aussieht, was der hergibt. Aber von einem Grundprinzip könnte man dieses Dach entweder von außen dämmen, wenn man eben eine Photovoltaikanlage machen möchte. Oder man könnte auch alles von innen machen. So,
Hier haben wir vielleicht einen Boden, der den meisten Leuten eher nicht gefällt. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Angenommen, wir lassen den Boden drin und wollen den aber nicht drin haben, könnten wir hier den Boden abschleifen. Ja, richtig, könnt abschleifen und dann eine Spachteltechnik auftragen. Wenn Sie einfach fugenloses Bad etc. oder sowas googeln. Fugenloser Boden. Oder ich google das einfach mal gerade und werfe das Bild hier rein. Das macht ja am meisten Sinn. So, dann sieht man sowas. Kommen auf Bilder. Und dann kann das so aussehen. Hier, also ich kriege ja von niemandem Geld oder so. Interessiert mich jetzt hier nicht, sondern mir geht es jetzt nur ums Prinzip. Man sieht quasi keinen Bodenbelag. Das kann grau sein, der kann gelb sein, der kann türkis sein, der kann weiß sein mit Schleier, der kann aussehen wie Marmor. Das ist eigentlich vollkommen egal. Und den kann ich im Endeffekt spachteltechnisch hier auftragen mit einer verschiedenen Layern, also Lagen sind das. Und dass man das nachher gar nicht sieht, sieht sehr attraktiv aus, ist halt ein bisschen empfindlicher oder wesentlich empfindlicher als eine Fliese. Ansonsten Alternative, diese Fliese raus, neue Fliese rein oder ein Parkett rein. Wenn ich eh den Boden rausmache, bin ich hier eh frei in der Gestaltung wieder. Aber ja, wichtig wäre hier an der Stelle, wenn ich auf dem Boden dämme und ich will diesen Einbauschrank drin lassen, den viele Kunden haben, die sagen, ey, der Schrank gefällt mir, den lackiere ich einfach nur neu und dann sieht der sehr, auch meinem Stil gefällt der mir gut dann. Dann müssen wir schauen, wie sieht es mit der Dämmung im Boden aus. Das heißt, man müsste den einmal abbauen, dann drunter durchdämmen und draufbauen. Wenn wir alles von unten dämmen, vom Kinderdeckenseite, hätten wir dieses Problem nicht. Genau. Wäre aber jetzt alles keine kriegsentscheidende Thematik. Wichtig wäre, wenn wir hier nur abschleifen und den Bodenbelag drauf machen, wäre das nicht förderfähig. Außer wir müssten hier irgendwo Schlitzen und irgendwelche Rohre noch zu verlegen für extra Heizkörper, eine Wandheizung oder würden doch hier eine Fußbodenheizung einbauen. Dann wären die ganzen Belege mit förderfähig. Also das heißt Umfeldmaßnahme. Bedeutet so viel wie, muss ich hier irgendwelche Leitungen langlegen und muss es hier alles aufreißen, dass das aufreißen, das wieder zumachen und wieder herrichten. Alles Umfeldmaßnahmen, die somit förderfähig sind. Inklusive Belege und inklusive Malern und Streichen, weil die werden unweigerlich auch in Mitleidenschaft gezogen werden. So, hier sehen wir diese Türen mit diesem Rollladenkasten. Die sind halt luftdurchlässig. Die wenigsten wollen die drin lassen, deswegen auch die Türen hier, die Fenster sind halt alt. Einbruchschutz wird hier wahrscheinlich auch nicht so der größte Stärke sein. Aber das ist ja vollkommen egal, wenn wir die eh neu machen, dann kann man die direkt sehr attraktiv machen. Wir könnten zum Beispiel den Rollladenkasten ganz rauswerfen, den Rollladenkasten als Vorsatzrollladenkasten an die Fassade setzen. Achtung, nicht so hässlich aufgesetzt, sondern integriert. Das ist im Rollladen im Dämmsystem drin ist. Dann muss die Fassadendämmung außen 18 cm zwar dick sein, aber es wäre mit der Dämmung und dem Rollladenkasten eine Flucht und mein Fenster könnte jetzt von hier bis nach da oben durchgehen, sein Decken hoch. Das ist ein wunderbares Licht. Der Raum sieht richtig toll aus. Das wäre jetzt zum Beispiel machbar. Ob man die Heizkörper mag oder nicht, sie könnten theoretisch wahrscheinlich drin bleiben. Gegebenenfalls müsste man einen dazu nehmen oder halt, wenn man sie eh austauschen möchte, würde man sie vergrößern. Damit wir quasi bei der geringeren Temperatur, wie meine Wärmepumpe nachher laufen würde, die ich wahrscheinlich einbauen würde hier, um auch Fördermittel zu bekommen, dass sie auch funktioniert. Also man muss quasi jeden einzelnen Raum einmal bewerten, wie viel Energie verbraucht er, dass ich weiß, wie viel Energie ich hier reinbringen muss. Und der Heizkörper mit einer Gastherme läuft auf einer höheren Temperatur, also 55 Vorlauf in der Regel und die alten sogar 75, 95. Also ganz alten 95, bedeutet, die können auf kleinerer Fläche viel mehr Wärme in den Raum abgeben, weil die unfassbar heiß sind. Wenn durch eine Fußbodenheizung 35 Grad läuft, dann brauche ich ja schon mehr Fläche, weil ich die gewünschte Innenraumtemperatur vielleicht von 24 Grad hier nur noch 11 Kelvin, also 11 Grad Differenz habe. Das bedeutet, ich muss mir diese Heizkörper dann nochmal ansehen bzw. berechnen, wie groß sie sind. Aber der könnte auch hier stehen, der könnte hier an der Wand sein. Das wäre erstmal kein Problem. So. Der Garten ist für uns jetzt erstmal irrelevant. Hier der Boden, gleiches Spiel. Wenn er drin bleiben soll, kein Problem. Ansonsten könnte ich ihn auch verspachteln oder halt neu aufbringen. Hier sehe ich die Durchreiche auch von meinem Einbauschrank, sehe ich gerade. Das wird diese hier sein. Ich habe einige Kunden, die nehmen die raus und wollen diese Wand öffnen und einen großen Raum haben. Das wäre genauso machbar und möglich. Das wäre unkritisch. Oder hier so eine Kochinsel reinzusetzen. Kochinseln und ich sag mal, der Abriss jetzt von den Möbeln ist nicht förderfähig. Wie gesagt, der Bodenbelag im Zuge des Austauschs für Dämmung etc. ist in Gänze förderfähig. So,
Auch hier sieht man quasi noch die alten Fenster. Ah, hier sehen wir sogar so einen Einbruchsschutz ist hier sogar drin. Eine Alarmanlage vielleicht sogar installiert. Ob die noch aktiv ist, weiß ich jetzt nicht. Aber die wären genauso mit förderfähig, wenn wir die neu dazu nehmen wollen würden. Hier wäre es dann genauso machbar. Ich, wenn ich das hier sehe, frage ich mich, wie oft und wer benutzt den Rollladenkasten überhaupt in der Küche? So ist der Raum jetzt nicht unbedingt Richtung Süden ausgerichtet, das sehen wir ja gleich im Plan. Würde ich eigentlich eher darauf verzichten, weil es spart Ihnen sehr viel Geld dann in der Sanierung. Also ich würde den Rollladenkasten weglassen, das Fenster größer machen, macht den Raum attraktiver. Ich würde das Fenster sogar noch tiefer setzen, dass es bündig ist und die Steckdosen eher in der Küche integrieren, hier vorne oder so. Oder in der Küchenzeile selber. Finde ich persönlich attraktiver. Und diese komplette Umlegung, inklusive Elektroumlegung, wäre komplett förderfähig. So, mal weiter. Das ist die gleiche Küche, nochmal andere Ansicht. Mit einem süßen alten Telefon. Das war hier nichts Neues. Hier sind wir oben. Diese Nischen, die müssen nicht zugemauert werden. Viele glauben immer, dass sie ausgemauert werden müssen oder ausgedämmt werden müssen. Wenn ich von außen dämme, ist das bisschen Stein mir egal. Zum Verständnis. 20 cm Ziegelwand entsprechen 1 cm Styropor. Bedeutet, eine 60 cm Ziegelwand dämmt genauso gut wie 3 cm Styropor. Bedeutet, das bisschen Wändchen hier interessiert mich im Verhältnis überhaupt nicht. So, wir haben noch alte Anschlüsse, die sind noch auf Putz verlegt. Ja, ich gehe mir eh davon aus, dass Teilelektrik neu gemacht wird von Ihnen vielleicht, wenn Sie es kaufen, oder von jemand anderem. Das wäre im Zuge der Sanierung zum Teil sogar mit förderfähig. Also da dann einfach im Detail auf uns zukommen. So, das Bild von außen haben wir schon gesehen gehabt, aber hier sehen wir eigentlich noch ganz gut. Wir haben hier einen Kamin und hier einen Kamin, hier nochmal Fenster, hier würde die Fassade dämmen. Hier mit dem Kamin wäre es ein bisschen kritischer anzusehen, müssen wir schauen für welch. Ich glaube, das ist ja für innen, der für die Heizung oder andersrum, weiß ich jetzt nicht genau. Aber hier müssten wir quasi dann mit einpacken in der Dämmung, wenn der quasi hier dran stößt. Das dürften wir, glaube ich, gleich auf einem anderen Bild nochmal sehen. So, hier ist Haus von außen. Auch hier, wenn ich jetzt zum Beispiel die Abdichtung neu machen möchte für das Objekt, wäre das mit förderfähig, inklusive Aufgraben, beiseite schaffen, seitlich lagern, trockenlegen, abdichten, dämmen der Kellerwände, falls nötig. Wieder herrichten, wieder zumachen, wieder herrichten und Beete wieder herrichten, wären alles Umfeldmaßnahmen, die mit förderfähig wären. Das heißt, wir könnten hier sehr viele Kosten mit reinnehmen, um die Förderfähigkeit zu erhalten, beziehungsweise um mehr Kosten in die Förderung mit reinzunehmen. Hier sehen wir, dass dieser Kamin ist für außen. Das heißt, der hier wird der Wohnzimmerkamin wahrscheinlich sein. Und der hier ist hier an diesem Außengrillstelle angeschlossen. Den müsste man halt hier auch umdämmen oben oder sich innen anschauen. Wenn man den nicht will, hier könnte man den auch rückbauen. Das ist jetzt Geschmackssache. Wäre jetzt aber beides keine Problematik, die da wäre. Also beides ist möglich. Hier sehen wir eine Solarthermie. Also das ist eine Solarthermie, die auch nur funktioniert, wenn es warm ist. Also wenn es kalt ist, muss die leer gemacht werden, weil die kaputt gehen wird. Weil da fließt das Wasser direkt durch. Durch die schwarze Röhre, Sonne scheint drauf, es wird warm. Und dafür kann ich es nutzen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die einen Pool haben, um es damit zu beheizen. Es wird oft für Poolheizung genommen. Manchmal zur Warmwasserbereitung dann in den Übergangszeiten und im Sommer. Was sehr gut funktioniert. Im Winter machen die eh nicht so viel. Heizungunterstützung ist ja eh nicht so hoch im Kurs, weil wenn die im Winter was schaffen sollen, müssen die im Sommer halt, schaffen die halt exponentiell viel und ist halt voll unnötig. Deswegen ist das eigentlich eine sehr gute Low-Budget-Lösung, die sehr gut funktioniert tatsächlich. Hier könnte man trotzdem noch eine PV-Anlage installieren. Man müsste dann vor Ort einmal prüfen, wie lange diese Ziegel noch halten, diese Steine. Ziegelsteine, ich sehe es nicht. Ich glaube eher, das sind Betondachsteine, also aus Beton. Weil wenn die noch, ich sag mal, 25 bis 35 Jahre halten, würde ich die PV-Anlage oben drauf installieren. Wenn die nicht mehr so lange halten würden, würde ich sie abmachen und dann von oben dämmen. Bedeutet aber mehr Kosten in der Sanierung. Das heißt, ich würde, um Kosten zu reduzieren, immer präferieren, es von innen zu dämmen, wenn ich eh quasi die Dachschräge ausbaue. Und wenn ich sage, nee, der Ziegel ist eh bald tot, ich muss es eh anfassen, dann macht es direkt von außen einmal richtig. Aber das Dach einmal in Gänze zu dämmen, da denke ich mal, da werden wir schon Kosten haben, die werden so um die 65.000 Euro bestimmt liegen. Also bestehende Deckung runter, die Solaranlage runter, seitlich lagern, da eine Dampfsperre drauf, Dämmung drauf, wahrscheinlich dann eher so eine
Pur-Dämmung, eine Holzweichfaserplatte unten. Zum Beispiel gibt es ein System von Bauder, auch hier unbezahlte Werbung, weil es sommerlichen Wärmeschutz macht, erhöht plus quasi auch Dämmleistung bringt. Dann sind wir, glaube ich, 20 cm hoch die Dämmung und darauf dann halt neu quasi Lattung, Konterlattung und dann neue Ziegel. Oder halt ein Indach-PV-System wäre genauso machbar und möglich. Gibt es verschiedene Systeme, die hier aber ohne weiteres möglich wären. Auch die Kamine würden jetzt hier nicht stören, also stören schon, aber es nicht verhindern. Optimalsten sind natürlich nicht da. Diese Konstellation hier würde ich halt abmontieren lassen, weil die braucht man eigentlich nicht. Solange ich quasi alles über Kabel bekommen kann, über die Straße, macht das eigentlich eh mehr Sinn. Ah, da oben sehen wir noch die Alarmanlage, die müssen wir dann an die Fassade montieren. Aber das wäre alles im Zuge der Sanierung mit förderfähig. Also alles okay. Hier fragen mich viele Kunden immer, Herr Ernst, kann ich das hier bodentief machen? Ja, gar kein Problem, auch statisch meistens irrelevant. Das heißt, wir können einfach runterschlagen, das Fenster vergrößern, hier genauso einen weiteren Ausgang schaffen. Das ist alles machbar und möglich. Wichtig ist auch mal, denkt bitte drüber nach, braucht ihr wirklich Rollladenkästen oder nicht? Bei vielen Objekten ist es tatsächlich unnötig, dass wir sie gar nicht brauchen, weil man sie nicht benutzen würde. Das ist auch ein Kostenpunkt, einfach um Geld zu sparen. Weil so ein Rollladenkasten kostet am Ende genauso viel wie so ein Fenster fast. Und dann kommen schon ein paar Euro zusammen, so kann man sehr effektiv Geld sparen. Die Regenrinne hier ist auch so ein bisschen verwölbt schon, wellig, wollte ich sagen. Müsste einmal prüfen, aber ich gehe nicht davon aus, dass sie einen Schaden hat, sondern die ist einfach nur älter und oft angeleitert worden, um sie zu reinigen. Sehe ich jetzt erstmal per se unkritisch. So, auch hier das Element könnte tiefer gesetzt werden, das wäre erstmal so kein Thema. Was wir hier haben, ist diese auskragende Deckenplatte. Die wird hier verbunden sein, die wird nicht thermisch entkoppelt sein. Das heißt, man würde hier auf jeden Fall die Decke nochmal dämmen, keilförmig zudämmen hier, dass wir eine Schleppdämmung haben. Und müsste sich das von oben jetzt gleich nochmal ansehen. Hier müsste man schon ein paar Platten wegnehmen. Auch das ist hochwertige Steinzeug. Das müsste Travertine, glaube ich, sein. Die gereinigt, sieht die wieder top aus. Sie sieht jetzt nicht mehr so schön aus, aber eine Reinigung kostet fast gar nichts. Und da sehen die wieder richtig, richtig gut aus. Solange man auf den Stein steht. Ansonsten kann man den Stein auf eBay sehr, sehr gut verkaufen. Viele meiner Kunden haben das gemacht, denen der Stein nicht gefallen hat. Die Steine trotzdem gereinigen lassen und dann auf eBay gestellt und viel Geld wieder bekommen und damit die halbe neue Terrasse finanziert, auf keinen Fall wegwerfen. Die Steine sind richtig teuer und sehr hochwertig. Bedeutet aber, wenn wir die auch lassen wollen, wir sehen hier so einen Schwarzanstrich, das könnte die Abdichtung sein, die alte, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall müssten wir wegen der Dämmung ja eine Reihe tiefer, das heißt, wir müssten auf jeden Fall eine Lage hier wegnehmen, dass wir die Dämmung runterführen können ins Erdreich für eine Schleppdämmung. Ist aber jetzt erstmal kein Thema. Wie gesagt, auch das komplette seitliche Lagern ist alles mit förderfähig und da ja dann die Steine anders sauber dreckig sind durch das ganze Arbeiten hier, muss ja sowieso gereinigt werden und dann wären diese Reinigungsarbeiten nach Sanierung sogar wieder mit förderfähig. Nicht immer, das muss man im Detail gucken, also nicht pauschal bitte setzen, auch nicht pauschal auf andere Bauformen tragen, das muss man dann angucken, aber oft ist das so. So, das ist so ein Dachraum, so eine klassische Holzschalung, Nut und Feder, da wird wahrscheinlich eine, wenn man die öffnet, irgend so eine Aluminiumfolie sein. Das ist eine Pappe, die aluminiumbedampft ist, als Dampfsperre mit einer Mineralwolle hinten dran. Die wird wahrscheinlich schon über die Jahre einfach kaputt sein. Die hat einfach ihren Zenit erreicht. Angenommen, ich möchte das Objekt nicht aussanieren, sondern nur einziehen und halbwegs schön machen, was ja hier genauso gut geht. Das Haus ist ja gemäß den Bildern, die ich bisher gesehen habe, sehr, sehr gut in Schuss. Würde ich es gar nicht anfassen. Auch nicht öffnen. Dann würde ich einfach eine Gipskartonplatte drauf machen, dieses gerade hab's dann verspachteln und fertig, würde ich nichts tun. Wenn ich das Dach dämmen möchte, um quasi auf den Effizienzausstand zu kommen, um 150.000 Euro Kredit pro Wohneinheit bekommen zu können, dann würde ich die runternehmen, prüfen, wie mein Aufbau ist, weil das weiß ich jetzt hier noch nicht so genau. Aber wahrscheinlich würde ich die bestehende Dämmung rausnehmen, eine neue Dämmung reinmachen, innen drin seitig nochmal Holzweichfaserplatte aufbauen, um das Ganze zu dämmen. Das sind auch viele Maßnahmen, die man in Eigenleistung erbringen kann, die nicht einmal bezahlbar sind. Auch hier so ein Abbau, ich mache mich mal noch ein Stück kleiner. Dieser Abbau hier von Schwellen wäre mitförderfähig im Zuge altersgerecht umbauen. Da gibt es einen separaten Zinssatz zu. Achtung, keinen Zuschuss, sondern nur einen reinen Zins. Oder einen reinen Zuschuss. Das wäre genauso möglich. Hier nochmal der Kamin, den wir eben gesehen haben und auch diese ganzen Möbel, die werden damals richtig viel Geld gekostet haben. Also
Das ist alles schon sehr hochwertig. Auch hier diese Konstellation, hier der Teppich, der kann entweder gereinigt werden oder der kann neu gemacht werden, genauso wie diese Fliesen hier. Das ist jetzt erstmal egal, noch gar nicht so kritisch. Aber die Einbauschränke, die waren damals schon wertvoll. Das sieht man, glaube ich, jetzt, haben natürlich jetzt keine Detailaufnahmen, aber die kann man mit ein paar neuen Griffen und ein bisschen Farbe, wenn man auf dieses holzfarbene Stich steht, wirklich gut herrichten. Und ich habe viele Kunden, die das auch so gelassen haben und sehr, sehr zufrieden damit sind. Ja, auch hier diese Heizkörper, diese großen, wenn wir das Fenster bodentief machen würden, würde man die halt an die Seite setzen. Hier zu dem Fenster sehe ich gerade, das sind Kippfenster. Die sind an der Mitte des Scharnier und lassen sich dann so auf Hälfte öffnen. Eigentlich ganz cool. Gibt mittlerweile wenige Hersteller noch, die das überhaupt im System haben. Ich finde die eigentlich ganz schön. Ich würde schauen, dass wir die möglichst viele Fenster fest verglast machen, weil die einfach dann fast nur noch die Hälfte kosten zu den öffnenbaren Elementen. Auch hier die Frage, brauche ich einen Rollladenkasten? Ja, nein. Dann könnte das wegfallen, wenn ich hier die Decke verspachtel gerade mache. Und hier kann ich hier theoretisch noch meine Vorhänge drin, die ich auch theoretisch dann hier drin integrieren könnte. Wenn ich das Decken hoch mache, auch da oben drin. Also lässt sich einiges machen, muss ich schon sagen. Hier ist jetzt im Obergeschoss mit der Terrasse. Wie das würde man eh neu machen wahrscheinlich. Wie der Rollladenkasten, hier gleiches Spiel, hier genauso. Auch hier bodentief möglich. Wir haben wirklich sehr große Heizkörper. Die sollten wahrscheinlich tatsächlich, wenn man sie drin lassen wollen würde, sogar für die Wärmepumpe ausreichen. Würde man berechnen, oder würden wir berechnen zumindest, ob das passt. Aber sollte tatsächlich sogar. Hier noch die Alarmanlage sehe ich. Das kann man nachher alles noch unter Putz legen und ein bisschen schöner machen. Das ist ja also nicht der große Aufwand. Auch hier könnte man eine Fußbodenheizung einsetzen und das rausnehmen. Aber man muss halt bedenken, eine Fußbodenheizung kostet halt direkt an Zeitaufwand für die Errichtung länger und halt natürlich in den Kosten direkt ein gutes Stück mehr, als wenn ich hier nur den Bodenbelag ändern würde und vielleicht einen neuen Heizkörper hinhängen möchte, wenn der mir nicht gefällt. Natürlich ein großer Kostenunterschied. Bei der Terrasse würde man mal schauen, wie man es aufbaut. Entweder müsste ich, wenn ich hier eine kleine Stufe nach draußen und eine dünne Dämmung hier auch draußen drauf, im dünnen Estrich aufbauen mit einer Fliese, einfach um diese Wärmebrücke zu minimieren, den Schaden hier zu verringern. Oder ich würde halt hier eine kleine Begleitheizung eventuell einsetzen, mit verschiedene oder Bleche einsetzen, um Temperatur zu leiten, dass dort nicht so kalt wird, dass dort kein Wasser kondensiert. Gibt verschiedene Lösungen. Aber auch von der Austrittshöhe etc. ist das alles jetzt kein Problem. Also generell, durch den Fotos, die ich jetzt sehe, und ich mir jetzt auch zum ersten Mal in der Detailtiefe ansehe, weil das ja meist mit meinem Kunden auch so ist, deswegen wollte ich das so authentisch wie möglich machen, ist das jetzt echt guten Schuss. Also die Fliesen sind Geschmackssache, aber damals wurde echt Geld ausgegeben dafür. Einbruchschutz ist halt hier nichts, das ist halt Nara. Aber auch hier wahrscheinlich, das Element wird ausgetauscht. Auch hier, das könnte dann Rollladenkasten weg und Decken hochgemacht werden mit einem filigranen Element. Das sieht nachher dann schon richtig, richtig gut aus. Ja, okay, das ist weg. Dann wechseln wir einmal auf das Exposé. Großzügiges Einfamilienhaus auf weitläufigem Südgrundstück mit viel Potenzial. So heißt das zumindest. Das Foto haben wir von außen gesehen. Da steht, wir haben ein Einfamilienhaus, haben 148 Quadratmeter Wohnfläche, großes Grundstück, sehr groß. Marmor auf diesen Teppichboden haben wir alles eben gesehen. Eine Garage, Einbauküche, ja, wir haben alles gesehen, das passt. Baujahr 69, wichtig, das bedeutet, wir sind pauschal jetzt nicht direkt im Worst Performing Building drin. Ob wir dann dort doch reinfallen, muss ich gleich klären, bzw. gleich gucken, wenn ich mir die restlichen Unterlagen angesehen habe. Zum Verständnis, was bedeutet Worst Performing Building? Bedeutet, dass wenn wir das Objekt sanieren auf KfW 70 oder auf KfW 55, wir 10% mehr Zuschuss bekommen. Bedeutet, bei einer Wohneinheit entspricht das 15.000 Euro Unterschied. Bei zwei Wohneinheiten schon 30.000 Euro Unterschied. Also, das sollte man nicht vernachlässigen und schon prüfen. Und wie gesagt, da gehen wir gleich mal drauf ein. Wir sehen die Effizienzklasse H, wir müssen gar nicht prüfen, wir sind ja eigentlich schon im Worst Performing drin. Jo, also bedeutet hier plus 10% Haken dran ist schon mal gut für uns oder für den Käufer. Also hier ist es tatsächlich gut, dass das Objekt energetisch eine Katastrophe ist, weil wir durch die Sanierung 10% mehr Zuschuss bekommen. Foto von außen haben wir eben gesehen, auch von außen haben wir eben gesehen, auch drüber gesprochen, die gleichen Bilder eigentlich. Im Abgang in den Keller haben wir noch nicht festgestellt, wie das ist. Das hier wird höchstwahrscheinlich der Zugang in die Garage sein. Haben wir auch gesehen, auch gesehen, auch gesehen. Die Bilder.
Ja, so ein altes Bad. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass ihr das nicht so lassen wollt. Also die wenigsten zumindest meiner Kunden. Bedeutet hier, ich kann auch hier das Fenster quasi Decken hoch machen. Ich kann es auch bis hierhin runtersetzen oder tiefer machen, wenn ich das wollen würde. Im Bad eher die wenigsten. Aber auch hier die Ertüchtigung quasi der Armaturen und der Leitung und somit auch der Fliesen und der ganzen Zuwegung und der ganzen, ganzen Keramik wäre jetzt förderfähig, weil ich dämme die Leitung, ich führe neue Warmwasserleitungen dorthin und es werden jetzt weitere Umfeldmaßnahmen. Das heißt, das Bad inklusive der Armaturen, der Keramik nicht 100%, aber zum Teil wären hiermit förderfähig. Teile davon vielleicht, um über altersgerecht umbauen, aber eigentlich sollte alles dort reinfallen sogar. So wird eigentlich vorteilhaft. Also ich kann mich danach so austoben, wie ich es haben möchte. Ich finde tatsächlich diese halbalten Bäder schlimmer als ganz alte Bäder. Aber bei den halbalten Bädern hat man noch Angst, oh, muss das sein, ich das tauschen muss. Und das wurde ja gerade erst gemacht. Gerade gemacht vor 10 bis 20 Jahren. Und das finde ich doof und das ist eigentlich voll die Verschwendung. Bei den alten Bädern hier hat man überhaupt gar keine Bedenken, die auszutauschen. Und man kann es direkt so machen, wenn man es möchte. Also ich finde es sogar viel besser. Über das Fenster haben wir ja gesprochen. Überleg mal, wie genial dieser Raum wäre, wenn dieses Fenster deckend hoch wäre. Leichte Anthrazitrahmen hier, Parkettboden vielleicht drin oder sowas. Na, ich glaube, das kann schon richtig was sehr, sehr Schönes werden. Ah, perfekt. Hier sieht man nochmal die Terrasse, diesen Balkon. Theoretisch, wenn ich das gerade so sehe, wäre es auch möglich, dass man das hier nach hierhin verlängert und hier schließt. Also man würde Wohnraum dazu erhalten. Gehen wir gerade hier ein bisschen hoch. Und dann würde man scroll. Da ist irgendwo noch. Hier nur von unten dämmen. Und hätte hier eine Schließung nach oben. Wäre sogar auch sehr attraktiv. Theoretisch könnte man, wenn man wollen würde, und sagt, ich will hier eben eine Überdachung haben, dass ich mehr Verlängerung habe, hier sogar noch eine Verlängerung dran setzen, die dann theoretisch wieder als Terrasse genutzt werden könnte. Oder einfach nur eine Verglasüberdachung, die ich halt hier rüberziehe. Und diese Fläche hier habe, dass sie einfach das ganze Jahr über genutzt werden kann. Das hier wäre nicht förderfähig. Das hier wäre in Gänze mit förderfähig. Auch ganz spannend. So, hier der Boden, müssen wir uns mal ansehen, von wann der ist. Der sieht noch sehr alt aus. Ehrlich gesprochen müsste man hier mal prüfen, ob da Asbest drin ist. Und das wäre jetzt nicht so diese große Problematik. Man kann ein Stück dieses Bodenbelags hier ausschneiden und einschicken. Das kostet ungefähr 100 Euro. Würde ich jetzt auch raten, dass das sofort gemacht wird. Noch vorm Verkauf, dass hier Klarheit herrscht, ob wir hier eine Asbestbelastung drunter haben. Ansonsten, wenn wir einen Belag da oben drauf legen, dürfte der Asbest dort und drunter bleiben. Ansonsten müsste der von der Fachfirma entsorgt werden. Das müsste geprüft werden. Ich weiß, ich mache mich mit der Aussage gerade unbeliebt, aber ich möchte hier nichts verschweigen. Ich möchte hier so neutral wie möglich nur an dieses Thema rangehen. So, angenommen, wir würden das Element nach da hinten verlängern, dann könnte man auch das hier vielleicht rausnehmen und öffnen. Dann bräuchte man dieses Element auch nicht. Aber das ist halt dann Geschmackssache, wie man das machen möchte. Haben wir auch drüber gesprochen, haben wir auch gesehen. Ah, hier Bad, ähnliches Spiel. Was ist das? Das sieht aus, als wird hier so eine Styropordämmung eingebracht worden, auf die dann hier was aufgebracht worden ist. Weiß ich jetzt nicht. Kann ich mir das halt nicht so gut vorstellen, dass das so gemacht worden ist, aber auch hier Austausch des Bades, Änderung der Leitung, Dämmung der Leitung, wäre alles mit förderfähig, wäre kein Thema. Dachflächenfenster würde man wahrscheinlich eh ändern. Hier innen drin nochmal aufzudämmen, wird ein bisschen Raum verlieren, aber sollte eigentlich kein Problem sein. Man wird das wahrscheinlich eh hier rausbomben und dann eine Glasscheibe hier einsetzen, dass man hier den Eingang hat in diesen Duschbereich, sage ich jetzt mal. Das kann auch sehr, sehr schön werden. Helle Farben, Gestaltung. Ja, so, Ausblick ist mir egal. Kommen wir in die Grundrisse. Sehr gut. Ja, genau so, wie ich gesagt habe. Das ist die Tür, die Metalltüren gewesen, die in die Garage ging. Ja. Bedeutet, wir müssten das Objekt, wenn wir es dämmen wollen, würde die Dämmung... Na, das wäre... Falsch. Würde die Dämmung zur Zeit, wenn wir es so lassen würden, würde so verlaufen. Das ist hier außen rum, da um die Ecke, da lang. Dann quasi logischerweise innenseitig weiter und dann hier innenseitig weiter und hier. Man würde wahrscheinlich hier Flankendämmung ziehen, hier ein Stück raus, da ein Stück raus, da ein Stück raus, da ein Stück raus, da
da genauso. Genau, so würde es ungefähr aussehen an Dämmung, die wir aufbringen würden. Würden die Fenster, wie sie abtauschen, tragen, ist anscheinend laut Plan, wissen tue ich es nicht, nur diese Wand hier. Das heißt, die hier könnten theoretisch rauskommen, wenn man das wollen würde. Die hier genauso. Die könnte man öffnen, dann würde man wahrscheinlich hier und hier eine Stütze setzen oder lassen, wenn das Mauerwerk es aushält. Und hier dann einen Unterzug setzen, um diese Wand abzufangen, diese tragende Last. Das muss aber dann der Statiker vor Ort prüfen. Ja, ansonsten ist es eigentlich ein sehr schöner, großer Grundriss. Kann viel gestalten. Diele, Wohnzimmer getrennt, auch vom Schall eigentlich optimal. Finde ich ganz gut. Aber mir muss es ja nicht gefallen. So, gehen wir nach oben. Gehen hier hoch. Vorplatz, Flur, Speicher, Zimmer. Trockenraum. Ich glaube, Trockenraum war der Raum, wo wir eben das Foto mit dieser Stufe drin hatten. Ob der als Wohnraum genutzt werden darf, muss dann gemäß Baugenehmigung geklärt werden. Aber theoretisch wahrscheinlich machbar. Vielleicht eine GAZ-GFZ-Thematik. Also übersetzt, man darf gemäß Bebauungsplan oder gemäß gewissen Regelungen, das ist von Bebauungsplan zu Bebauungsplan unterschiedlich, eine gewisse Anzahl an Quadratmetern haben, das Gebäude, im Verhältnis zum Grundstück und Grundfläche des Gebäudes, zum relativ einfach übersetzt. Und das müsste hier geprüft werden. Auch hier das Dach, habe ich ja hier das Badezimmer oben nach, wo ich hier die Badewanne habe, wo ich bei der könnte man hier aufteilen. Also theoretisch könnte ich hier vielleicht mit einer Gaube noch und kleinen Änderungen am Dach hier oben 3, Optimalfall vielleicht sogar 4 Zimmer schaffen, dass ich hier einen Eingang hätte und dann da einen Eingang. 1, 2, 3, 4. Ob das genau geht, ist jetzt unklar, weil dafür müsste ich dann zusehen, jetzt mal in die Architektur einsteigen. Und das ist ja eigentlich nicht unser Job. Unser Job ist in dem Fall jetzt hier generelle Bewertungen. Es wird deswegen cool, dass zu uns kommen würde, aber wäre es generell erstmal machbar. So, jetzt für mich der wichtigste Raumgeschoss tatsächlich das Keller, der Keller. So, wir sehen, okay, wir haben eine Ölheizung, haben wir aber eben ja auch in den Plänen lesen können, oben. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Spiel. Wichtig erstmal, das ganze Gebäude ist, so wie es aussieht, unter Keller. Die Garagen nicht, der Trockenraum nicht, aber das Gebäude. Bedeutet, zurzeit habe ich in meinem Keller keine Aufenthaltsräume. Das ist schon mal gut. Bedeutet, ich kann den Keller als unbeheizt ansetzen. Das heißt, ich würde jetzt hier von diesem Raum die Kellerdecke dämmen können und könnte theoretisch den Bodenbelag so lassen, wenn ich sie so lassen wollen würde. Den Öltank könnte ich rauswerfen, könnte ein weiteres Zimmer schaffen und auch hier die Kellerdecke dämmen. Wichtig, dann wäre dieser Keller auch unbeheizt und dürfte keine Heizkörper bekommen. Auch keine Fußbodenheizung. Heizraum würde ich genauso die Kellerdecke dämmen. Ich würde jetzt hier eine Solewasserwärmepumpe einbauen, wenn es mein privates ist. Zum Vermieten würde ich eine Luftwasserwärmepumpe nehmen. Was bedeutet das? Eine Solewasserwärmepumpe ist eine Kernbohrung, also eine Bohrung aus Erdreich, 99 Meter tief. Wir brauchen wahrscheinlich bei dem Gebäude 2. Die brauchen je nach Bundesland einen Abstand zwischen 3 und 6 Metern. Und zwischen 3 und 6 Metern Abstand auch zu einem kommt auf das Bundesland an. Und dann schicke ich dort im Endeffekt eine Sohle runter. Das ist Wasser mit Salz gemischt im Endeffekt, damit es nicht einfrieren kann. Es geht runter, nimmt Wärme auf, geht hoch, geht in meine Wärmepumpe rein. Ja, und durch Komprimierung und Ausdehnung schaffe ich jetzt diese Wärme. Nichts anderes als ein Kühlschrank, nichts anderes als eine Klimaanlage. Nur, dass ich keine Außenluft nehme als Medium, sondern meine Sohle, die ich ins Erdreich schicke, und wieder hochkommt. Also warm, nicht wirklich wärmer. So, und die ist nachher so groß wie ein Kühlschrank, ist unproblematisch. Die könnte ich wahrscheinlich hier hinten bohren, wenn ich hinten drauf komme. Das sehen wir gleich im Lageplan noch oder vielleicht hier vorne, das schauen wir uns gleich an. So, wichtig wäre für mich jetzt, damit wir müssten wir jetzt diesen Vorraum mit diesen 4 Türen hier drinnen Gänze dämmen. Das heißt, aktuell würde unsere wärmelaufende Schicht so verlaufen. Warum sage ich es so? Weil das hier beheizt ist und der Rest unbeheizt ist. Würde bedeuten, ich müsste diese Wand dämmen, diese Wand dämmen, diese Wand, diese Wand, diese Wand und diese Wand dämmen. Plus natürlich diese 4 Türen, die hier drin sind. Das kostet natürlich Geld. Ich müsste diesen Boden hier auch dämmen. Das würde mich Aufbauhöhe kosten. Was wir sehr oft tun hier in dieser Situation ist, dass wir hier eine Wand einziehen. Diese Treppe schließen, von unten dämmen und von hier schließen. Wir könnten das jetzt von hier mit einer Tür quasi als Abstellraum noch nutzen und würden quasi hier wäre meine Schiebetür
und ich würde nur die Bodenfläche davon dämmen müssen. Das heißt, meine wärmeumtragende Ölfläche wäre das hier. Also nicht mehr hier drum, keine vier Türen tauschen, sondern ich würde eine kleine Trockenbauwand setzen mit einer Tür drin. Ich würde diese Seite dämmen, diese Seite und diese Seite dämmen. Wahrscheinlich die von hier, die wahrscheinlich von hier rüber und hier wahrscheinlich eine sehr dünne Innendämmung einziehen, weil ich hier nicht von außen nicht kann, weil ich ja da außenseitig hier die Garage habe. So, und dann hätte ich dieses Problem behoben. So, hier über die Kellerdecke dämmen, wunderbar. Dach, wie gesagt, von innen aufdoppeln, Fassadendämmung, Fenstertausch. Und schwuppsdiwupps bin ich hier bei KW55. KW55 bedeutet hier, mit Wärmepumpe wären wir in der EE-Klasse. Eventuell eine kleine PV-Anlage dazu. Achtung bitte, kein Batteriespeicher, lohnt sich nicht. Habe ich andere Videos zu gemacht, um das genauer zu erklären. Aber was bedeutet das jetzt hier erstmal? Wir haben jetzt hier 20% Tilgungszuschuss pro Wohneinheit plus 10% Worst Performing Building Zuschuss. Bedeutet, wir kriegen 30% auf 150.000 Euro Kredit. Wie hoch ist der? Wir gehen mal aktuell rein. Dafür geben wir bei Google ein KfW 261, weil so das Programm heißt. Teile das hier mal. So sieht das aus. Dann klicke ich da drauf. Und dann sehe ich hier, ich habe einen Förderkredit ab 0,47%, 150.000 Euro pro Wohneinheit und Zinszuschuss zwischen 5 und 45%. Realistisch bei dem Objekt sind die 30. Jeder sagt, der kriegt da mehr hin. Ja, kriegen wir, wird aber sehr, sehr unwirtschaftlich. Wir können Richtung 40 gehen, wird aber einen sehr hohen Kosteninvest haben müssen, um auf 40 zu kommen. 70, 85 lohnt sich hier überhaupt nicht, weil das kriege ich easy auf 55. Die Förderung ist viel, viel höher als die Mehrkosten. Das wird auf jeden Fall Sinn machen. So, Konditionen klicken wir mal. Wir sehen, wir haben Laufzeiten 4 bis 10 Jahre, 11 bis 20, 21 bis 30. Zinsbindung ist immer 10 Jahre. Tilgungsfreie Anlaufzeit 1 bis 2, 1 bis 3, 1 bis 5. Das heißt, das ist die Zeit, wo man nur Zinsen zahlt und keine Tilgung. Und hier der Zinssatz. Das heißt, der Zinssatz unterscheidet sich nach Laufzeit. Ich empfehle immer ein endfälliges Darlehen zu nehmen, weil diese 150.000 Euro Sanierungskosten habe ich ja plus habe die Kaufkosten. Also lieber zahle ich diese 150.000 Euro keine Tilgung und diese Tilgung, die ich hier reinstecken würde, lieber mein teureres Darlehen, um so Profit zu machen. Dafür habe ich ein langes extra Video zu aufgenommen. Einfach eingeben, endfälliges Darlehen bei mir im YouTube-Kanal und dann findet ihr das. Das ist ja viel, viel besser, weil da erkläre ich es mal ausführlich, warum das besser ist. Deutsch hat im aktuellen Zinssatz von 2% effektiv, nicht effektiv, Sollzins 1,98. Top, top ist das. Und bedeutet, ich kriege hier bei Effizienzhaus 55 Euro bei Energien, 20% 30.000 plus meine 10% Worst Performing bin ich habe bei den 45. So, jetzt reden wir die ganze Zeit darüber, dass das ein Einfamilienhaus ist. Und ich frage mich die ganze Zeit, wir haben eigentlich den Platz dafür, dass wir daraus ein Zweifamilienhaus machen können. Zumindest baurechtlich legal machbar. Warum ist das sinnvoll? Weil wenn wir eh das Dach anfassen, eine Gaubefläche einsetzen, brauchen wir sowieso einen Bauantrag. Dann würde ich auf mindestens zwei Einheiten gehen, damit wir bis zu 300.000 Euro nämlich Sanierungskosten ansetzen können. Wie das genau geht und was man macht, würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber ich käme mir realistisch auf geförderte 300.000 Euro Sanierungskosten, die ich ausgeben dürfte, ich muss, darf, auf die ich dann meine 30% Tilgungszuschuss bekomme. Also bedeutet 90.000 Euro. Aktuelle Zinslage ist ja ungefähr 3% schlechter als die KfW. Bedeutet, auf die 10 Jahre wären das nochmal 45.000 Euro pro Wohneinheit. Das heißt, ich kann pauschal sagen, ich habe ungefähr 90.000 Euro pro WE an Vorteil durch die KfW 55. Wenn ich hier zwei Wohneinheiten machen kann, würde ich 180.000 Euro sparen. Das ist natürlich schon mal ein Wort. Ich finde das super. Ob ich jetzt die Tür hier vorne reinsetze, ob ich die wirklich, ob ich die dran lasse oder vielleicht noch mal was abreiße, weil ich es möchte, spielt erstmal keine Rolle. Machbar ist das auf jeden Fall. Wenn ich überlege, was muss ich an Kosten kalkulieren? Bei den Fenstern kommt es mir stark darauf an, müssen die alle öffnenbar sein? Sind manche fest verglast? Brauche ich wirklich überall Rollläden-Kästen? Das macht einen immensen Unterschied aus. Bis zu, ich sag mal, realistisch 30, 40% kann das Rabattieren bedeuten. Aber wenn man hier für die Fenster, die wir hier haben, mal 25 bis 35.000 Euro einkalkuliert, sollte man hier gut dabei sein, denke ich. Die Fassadendämmung müsste ich auch, wie viel Fläche das ist, aber ich würde mit 170 Euro den Quadratmeter Fassadenfläche kalkulieren. Alle Fenster, die unter 2 Quadratmeter groß sind, werden nicht abgezogen, das heißt durchgerechnet.
Also aus dem Bauchgefühl her bin ich hier vielleicht bei 35.000 bis 45.000 Euro für die Wärmedämmung. Und die Heizung würde ich mit 45.000 Euro kalkulieren. Ohne Heizkörper, zusätzlich ohne ein paar Leitungen machen, sagen wir mal 50.000. Ohne Fußbodenheizung. Das Dach von innen dämmen und die Sachen machen, würde ich mal mit 25.000 bis 35.000 Euro aus dem Bauchgefühl jetzt her von der Größenordnung kalkulieren. Da kann man noch einiges selber machen. Kellerdeckendämmung, was haben wir hier an Quadratmetern? 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Dann reden wir hier vielleicht auch über 8.000 Euro. Lüftungsanlage dezentral bräuchten wir für KfW55EE. Würde hier bedeuten, wir hätten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Lüfter. 10 Lüfter bedeuten pro Einbau, sagen wir mal 800, sind wir bei 8.000 nochmal zusätzlich, die nochmal für den Lüfter dazu kämen. Alles jetzt Kosten ohne Gewähr, grob kalkuliert, dass man einfach so einen Daumenwert hat, wo wir dann ungefähr liegen und landen werden. Ich würde ein paar Sachen noch einkalkulieren, ich sag mal 10-15% für Schönheitsreparaturen, Erquickungen. Das Bad erneuern würde ich mit 10.000 Euro rechnen oder sagen wir mal 12 oben das für 10. Das kriegt man noch ein gutes Stück günstiger hin, aber ich würde es mal in der Kalkulation drin lassen. Elektrik, wenn ich die neu machen wollen würde, lege ich hier bestimmt bei 20.000 bis 30.000 Euro. Deswegen muss man hier gucken, ob ich die wirklich brauche. Gemäß der ersten Ansichten denke ich mal noch nicht unbedingt. Sollte sich aber der Elektriker dann vor Ort nochmal im Detail ansehen, sehe ich jetzt akut nicht kritisch. So, wie gesagt, kriege hier von niemandem Geld dafür für die Bewertung. Deswegen habe ich auch die kritischen Sachen angesprochen. Ich finde das ein sehr, sehr solides Objekt. Also von der Grundausstattung und Qualität, was ich sehen konnte auf den Fotos, sehr, 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 sehr gut. Ich bin hier grundrisstechnisch flexibel. Die Bodenbeläge sind teilweise sehr schick, wenn es einem technisch halt gefällt. Ich kann hier ohne weiteres ein Zweifamilienhaus draus machen, um die kompletten Kosten fördertechnisch saniert nutzen zu können. Danach habe ich ein topmodernes und hochenergieeffizientes Objekt, was für mich einen sehr, sehr guten Eindruck macht. Also mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Wenn ihr das seht und vielleicht noch weitere Fragen habt, die ich vielleicht jetzt gar nicht behandelt habe, dann packt die sehr, sehr gerne in die Kommentare, weil dann schaue ich mir die an und gebe meinen Senf dazu. Auch nochmal dazu. Ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Abo, ein Like da und gerne einen Comment vielleicht, wenn ihr sagt, ihr findet das Format gut oder halt nicht gut. War auch hier wieder ein längeres Video, aber ich denke, es hat sich gelohnt. Und ja, wenn ihr sagt, hey Ahrens, ich brauche das auch für meine Immobilie, ich will mir was kaufen, ich will eine Beratung haben, einfach bei uns melden, unter dem Video auf mehr klicken, da sind zwei Links, eins zum Bewerben quasi bei uns als Mitarbeiter und eins zum Unterlagen hochladen und quasi in Kontakt treten, dass dann meine Kolleginnen und Kollegen sich bei Ihnen melden und dann sprechen wir bald vielleicht schon im nächsten Beratungsgespräch über Ihr Bauvorhaben. Und da ist es, wie gesagt, egal, ob es in Kiel ist, in München ist, am Tegernsee oder in Schwerin oder in Essen, Leipzig, Düsseldorf. Das ist mir egal. Wir arbeiten deutschlandweit und helfen Ihnen sehr, sehr gerne bei Ihrem Objekt. Bis dahin, Ihr Luca Ahrens.